Da sind wir. Auf. Ja. Mann, merci, merci. Segnen schon. Ja, weil wir uns so freuen darüber, dass ihr dabei seid bei der Appzeit. Denn Chérie. Wir haben eine so schöne Apps für ja, und die erste, die hat ja auch fast einen französischen Zusammenhang. Denn stimmt, fast. Disneyland gibt ja auch das Resort in Paris. Genau, und das ist die App aber aus Kalifornien, die offizielle App, wo man sich auf jeden Fall einen schönen Tag machen kann oder mehrere Tage sogar. Da werden die kleinen Fahrgestelle vorgestellt. Heißt das so? Fahrgeschäfte. Fahrgeschäfte? Fahrgeschäfte. Ah. Fahrgestelle, Emmy, das hast du. Achso. Ja. Überlegen wir mal drüber nach. Und zwar mit der nächsten App, die heißt Next. Next ist dafür gedacht, über den Startbildschirm. Wenn man einen PIN-Code hat, kann man keine Musik starten. Mhm. Next ist da in der Lage, das über die Mitteilungszentrale machen, hat eine wunderbare Widget-Zone-Funktion und die werden wir euch heute vorstellen. Wir werden vor allen Dingen darüber sprechen, aber es ist wichtig, dass man einen PIN-Code auf seinem Smartphone hat oder nicht. Oder nicht, genau. Oder da gibt es eine Statistik, die ist recht interessant. Die ist allerdings auf Englisch gefasst, Emmy. Deswegen sollte man sich die nächste App, die wir vorstellen, runterladen, denn da bekommt man Englisch-Tests zum Üben und kann dann in allen Variationen, ob das sprachlich oder auch mit Fotos, kann man eben Englisch üben. Das ist eine gute Sache, stellen wir euch jetzt vor. Los! Disneyland in Kalifornien. Florida und in Paris sind auf jeden Fall Orte, wo man gerne hinfährt, wenn man Kinder hat, aber auch als Erwachsener. Ist was ganz ist schön. Das Beste, was ist das Originale? Das Original ist in Kalifornien, da wo Walt Disney auch herkam. Aber das Bekanntere ist so in Florida, oder? Das Größere ist in Florida. Größere ja, da gibt es noch okay. Das Epcot Center, das ist halt nochmal ein Riesending, wo es um wissenschaftliche Sachen geht für Kinder. Ah. Und für alle diese Resorts gibt es Apps, es gibt mehrere Apps. Wir haben uns euch jetzt immer eine rausgesucht von Kalifornien. Dort werden eben die Fahrgeschäfte vorgestellt. Und sehr schön gemacht, finde ich, auf jeden Fall für Kinder und für Erwachsene, denn das Ganze ist grafisch ganz schön gehalten und sieht so aus. Disneyland Park Frontierland zum Beispiel. Hier da sieht man ganz viele. Genau, und man kann überall drauf gehen. Zum Beispiel sollen wir mal auf Pinocchio gehen. Ich finde, das passt ganz gut zu dir. Pinocchio's daring journey. When you wish upon a star, your dreams do come true. Join Pinocchio on its quest to become a real boy. Das kann ich erstmal liken. Emmy, das war gerade ein Witz bezüglich langer Nasen oder was? Mit Pinocchio? Nee, ich meinte eher Lügen bei dir. Ach so, ja. Und bei dir passt das mit den anderen Sachen? Vielleicht. So, und auf jeden Fall kann ich das liken und sagen, ich will da auf jeden Fall hin, wenn ich dann in Disneyland bin. Das ist quasi wie so eine Markierung für dich, wenn du da bist, da möchte ich unbedingt hin, dann weißt du, kannst du abarbeiten. Ne? Genau, und man kann hier auf jeden Fall drauf gehen, was es da einen erwartet und dann sieht man Bilder, Live-Bilder oder nicht live, sondern richtige Bilder aus dem Park, Pinocchio's Daring Journey. Und Pinocchio natürlich und wie heißt der Mann? Geppetto. Den Namen habe ich noch im Petto. Sieht auch echt schön aus, ne? Finde ich auf jeden Fall. Sehr bunt und farbenfreudig. Genau. Aber man kann noch alle möglichen. Hier zum Beispiel drauf gehen. Casey Jr. Circus Train, follow the brave engine. Casey Jr. as he battles up a hill. Bla bla bla. Ich like das jetzt auch nochmal. Geh auf View und schau mal, wie das. Ich glaube, das wäre für dich auch ein bisschen das zu viel. Ja, ne? Ist zu viel. Ist zu actionreich. Ja. Nee, also ich mag das nicht. Ich möchte am liebsten in so Behältern mit so einer Blume die ganze Zeit so langsam drehend. Wobei, ich glaube, das geht noch, oder? Das ist vielleicht hoch. Aber na gut, ansonsten, wenn ich ganz vorne sitzen würde, würde ich es wahrscheinlich machen. Dann, es gibt ja auch ein ganz großes, das heißt It's a Small World. Und da läuft die ganze Zeit It's a Small World After All. Mhm. Und das ist auf jeden Fall für dich was, ganz sicher. Wir können hier auf Dumbo drauf gehen. Oh, der fliegende Drache mit den Riesenohren. Der fliegende Elefant. Wir viewen jetzt mal, wie das so aussieht. Da sitzt auch Mickey Mouse schon drin und Minnie Mouse hinterher. Und Goofy ist da hinten auch. Also auf jeden Fall cool. Und da können Kinder drauf gehen. Wenn man jetzt sagt, das ist mir alles zu viel Aufwand, dieses Ganze durchzugehen, kann ich hier oben auch auf Mickey Mouse drauf gehen. Und dann sehe ich die Sachen untereinander aufgelistet. Ne? Und dann kann man zum Beispiel hier Splash Mountain, ist auch eins der bekanntesten. Das ist die Wildwasserbahn, richtig? Genau. Oh, die ist sogar bekannt. Guck mal, ob man das playen kann. Ja, sieht doch gut aus, oder? Auf jeden Fall ist diese App echt das viel drin. Man kann sich viel Zeit nehmen und kann da ein paar Spiele spielen und vieles mehr machen, wenn man dann in Disneyland ist. Wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Apps, wie zum Beispiel eine App, die einem sagt, wie viel Wartezeit man mitnehmen sollte. Denn zum Beispiel in der Hochsaison im Sommer kann man teilweise bis zu anderthalb Stunden warten. Und da hilft die App, dass man sagt, ich werde jetzt nicht auf diesen Ride gehen, sondern erst später. In einer halben Stunde, wenn die Schlange weniger ist. Ne? Genau, ist auf jeden Fall eine nette Sache. Zeitmanagement ist nämlich im Funpark ganz wichtig. Ganz wichtig, das stimmt.
Man sollte auf jeden Fall, wenn man in diese Parks geht, mindestens 2 Tage mitnehmen, denn nach einem Tag hat man erst einen kleinen Teil von dem Ganzen gesehen. Und egal, wo ihr hinfahrt, ob nach Kalifornien, Florida oder Paris, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Yes. Next. Wir sind ja musikalisch gut unterwegs, Emmy, weil wir haben so eine App, damit kann man eigentlich alle Musik hören. Weißt du? Nämlich? Juke. Benutze ich sehr intensiv, ich auch sehr. Und ja. Du auch, Emmy. Mhm. Ich bin aber ein Verfechter von Offline-Musik manchmal, gerade wenn ich längere Reisen plane, irgendwie im Ausland, da freue ich mich doch immer, wenn ich so 1, 2, 3 Gigabyte an Musik bei mir auf dem Handy drauf habe oder auf dem Smartphone drauf habe. Und wir spielen mal folgendes Szenario durch, Emmy. Mhm. Du hast dein Telefon, du hast dir die Hände gebrochen. Dummerweise. Es passiert nicht. Wir spielen ein Szenario durch. Genau. Das ist nur als Beispiel gedacht. Ja. Du hast dir die Hände gebrochen. Mhm. Tut mir sehr leid. Ne? Ja. Und du sagst dann, Marco, nimm mal mein Telefon. Und das nehme ich dann. Ja. Und ich mach's zu. So. Und dann sieht's so aus. Und jetzt müsste ich ja normalerweise deinen PIN-Code haben, mhm, um Musik zu starten. Weil du hast die Ohrhörer drauf und du möchtest Musik hören, hast aber gebrochene Hände, kannst also nicht diesen PIN-Code eingeben, kannst aber auch nicht die Finger-ID eingeben. Also was machst du, um Musik abzuspielen? Du müsstest jetzt den Code eingeben. Den PIN-Code, den 4-stelligen, 5-stelligen, 6-stelligen PIN-Code brauchst du nicht. Du kannst einfach mit Next von oben nach unten ziehen. Jups, ich glaube, jetzt muss ich nochmal einloggen. Bei dir nicht, ich mache das mal bei mir. Ne? Genau. Man zieht einfach von oben nach unten und ist dann in der Mitteilungszentrale drin. So, warte mal, wir grüßen nochmal. Ich logge mich auf 2-1 ein, vielleicht haben wir da mehr Erfolg. Mhm. Und dann kann ich ohne PIN-Code die Musik abfeuern. Sehr schön. Genau, ne, das heißt also, mit gebrochenen Händen, ohne jemandem vielleicht auch nur den PIN-Code sagen zu wollen, mhm, kannst du ihn auffordern, Musik zu starten. Hat einfach den großen Vorteil, dass man so runterziehen kann. Mhm. Und dann hast du hier das Widget, Widget Jones, ne, und kannst dann meinetwegen nach Album sortieren oder du kannst nach Songs sortieren, du kannst eine Playlist machen und bist dann einfach in der Lage, das Musikzeug abzuspielen, ohne separat nochmal irgendwie die Musik-App starten zu müssen. Das heißt, also ich muss es nicht auf meinem Telefon haben, sondern ich kann das über den Juke zum Beispiel jetzt benutzen, sondern es muss auf meinem Telefon sein. Ja, genau. Das ist nur für Offline-Musik. Ne? Das ist nichts, was du jetzt irgendwie mit einer anderen App verbinden kannst, meinetwegen mit Spotify oder so. Mhm. Das ist nur, Next ist nur dafür gedacht, Musik aus deiner eigenen Musikbibliothek abzufeuern, ohne jemand meinetwegen den PIN-Code geben zu müssen. Oder du musst dich auch selbst ja nicht mit PIN-Code authentifizieren. Du kannst einfach Mitteilungszentrale runterziehen, Next anklicken. Next. Und dann startet die Musik auch schon. Und jetzt sag mal kurz mal deine Meinung zu PIN-Codes. Du hast ja nicht, du hast ein paar Telefone, auf ein paar hast du aber keinen PIN-Code eingerichtet. Ich habe nirgendwo einen PIN-Code drauf. Woran liegt das? Ich habe es überall. Ich bin sehr einbrecherfreundlich. Mhm. Nee, einen PIN-Code habe ich nicht drauf, sollte man aber eigentlich drauf haben. Ne? Und ganz pfiffige Leute, die nehmen nicht einen 4-stelligen PIN-Code, sondern einen 5- oder 6-stelligen PIN-Code. Weil 4-stellige PIN-Codes sind rechnerisch relativ leicht zu knacken. Okay. Ab 5 wird es kompliziert und bei 6 ist es eigentlich schon sehr, sehr sicher. Wobei das ja bei dem Startbildschirm ja nur darum geht, dass das Telefon erstmal nur eine halbe Stunde gesperrt ist. Ne? Das ja, heißt, wenn du es zu lange, irgendwann mal ist es aber auch komplett gesperrt, je nachdem, wie du es eingerichtet hast. Ach so, bei mir nicht. Das muss ich nochmal neu einrichten. Dann lass ich mal ausprobieren. Meine Kinder machen das nämlich immer und dann bin ich ganz froh, dass die da nicht drankommen an das Telefon. Probier's auf jeden Fall eine schöne Sache. Viel Spaß mit Next. Next. Mit Grauen erinnere ich mich an meine Englisch-Tests, die ich irgendwie bestand, ohne dafür zu üben. Unter anderem auch den Töffler, weiß ich nicht, wie er genau heißt. Töffeltest, ja. Den mussten bei uns alle Austauschschüler machen, die ein Austauschpraktikum im Ausland haben wollten. Und die mussten dann diesen Töffeltest machen. Genau, dafür konnte man früher nicht üben, weil da gab es keine Apps. Da musste man ein Buch kaufen. Ne? Und da gibt es jetzt eine schöne App, die ist sehr umfangreich. Ich habe jetzt aus dieser App nur eine Sache runtergeladen von vielen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Es dauert auch eine Weile, deswegen zeigen wir euch jetzt auch nur eine. Aber in dieser App, also in dem, was wir runtergeladen haben, gibt es auch schon ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu üben. Ja. Wie zum Beispiel mit Fotos. Da werden Fotos 10 Fragen in 3 verschiedenen Kategorien abgefragt. Ich mache jetzt mal auf Anfang. Da kommt jetzt immer eine Werbung, aber dafür ist die App auch kostenlos. Ne? Das Ganze wird jetzt spielerisch abgefragt. Das heißt also, es ist nicht so ein Frage-Antwort-Spiel. Doch, eigentlich schon. Ne? Man muss sich erstmal was anhören. Genau, erstmal muss man sich aber die Listening-Anleitung anhören. Das haben wir schon, deswegen mache ich mal weg. Wir sehen jetzt einen Saxophonspieler und hier wird was vorgelesen. Und da muss man zuhören. A. The man is playing a musical instrument. B. The man is playing the saxophone in front of a big audience. C. The man is praying. D. The man's hat has fallen off.
Das D habe ich nicht verstanden. The man's hat is falling off. Das ist aber auf jeden Fall ein bisschen tricky, denn bei der zweiten, bei B hat er gesagt, the man is playing saxophone in front of a big audience. Das stimmt auch nicht. Doch. Das sieht man ja nicht. Und der sagt, am ersten sagt er, the man is playing a musical instrument. Ja, deswegen würde ich sagen A. Aber würdest du B sagen? Nee, stimmt schon. Ne? Man muss, da sind so kleine Feinlichkeiten, auf die man aufpassen muss. Und es stimmt, er spielt einfach nur Saxophon oder spielt einfach nur ein Instrument. A, the beach is crowded. B, the couple are holding hands. C, the couple are watching the sunset. D, there are ships on the horizon. Ships on the horizon. Ich würde sagen C. C, würde ich auch sagen. Und das ist wahrscheinlich auch richtig. Hört weiter, es war richtig. Und dann kann man zum Beispiel was anderes noch machen. Ich breche das jetzt mal ab, sodass wir was anderes mal zeigen können. Wie zum Beispiel Question and Answers. Aus welchem Themenbereich? Das weiß ich nicht. Das ist alles gemischt, glaube ich. Und jetzt kommt wieder die kleine Pop-Up-Werbung. Die muss man einfach mal durchziehen. Aber gut. Ja. Netflix ist auch ganz gut. Und sollen sie ruhig Werbung machen. Wir machen jetzt mal erneut beginnen. Okay. Bestätigen. Und jetzt. Und dann friert es manchmal ein, warum das auch immer so sein mag, immer wenn wir die Anleitung uns nicht anhören möchten, skippen wir das und dann will er es nicht. Siehst du? Auch wieder in diesem Fall hier. Dann mache ich jetzt mal die. Hör dir doch mal die Anleitung an, Emmy. I don't wanna buy Coins. Ach so, es gibt auch Coins, zum Beispiel die Werbung sich nicht angucken zu müssen. Aber you will hear a question, a statement and three responses spoken in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Man muss auch dazu sagen, das sind, glaube ich, Iren, die das Ganze besprechen. Das ist sogar für Amerikaner nicht einfach zu verstehen, aber es ist eine ganz gute Übung. So, jetzt red mal zu Ende. Wir wollen doch mal zeigen, was man dann zu sehen bekommt. So, jetzt, fortfahren. Bestätigen. Frage 1 von 30, Emmy. Leider hat die App die Fragen in der gleichen Schriftart verfasst wie den Hintergrund. Ne? Also es ist pink auf pink. Nee, also es funktioniert auch eigentlich, wieder. Aber... Es will jetzt gerade nicht, wir haben aber zumindest mal die Fotos gezeigt, das ist ja auch schon mal was. Und es ist auf jeden Fall eine gute App, wenn sie dann funktioniert. Es könnte natürlich aber daran liegen, dass wir mit Apple TV verbunden sind, dass es nicht funktioniert. An dieser Stelle, aber wir haben es schon mal ausgetestet und es ist eine gute Sache, um zu üben, wenn man Englisch lernen will. Absolut, frischt euer Englischkenntnisse mit Englisch-Tests bei DigiSchool, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, damit könnt ihr eure Englischkenntnisse ein wenig auffrischen und auffrischen werden wir auch. Und zwar das kurze Studio hier. Wir machen mal kurz die Türen auf, lassen frische Luft rein. Könnt ihr auch machen. Ihr könnt euch ein kühles Kaltgetränk aus dem Kühlschrank holen. Oder ihr könnt bei uns auf die Facebook-Seite gehen und uns liken und auch Sachen reinschreiben. Wir freuen uns immer über Feedback und über Apps, die ihr euch irgendwie vorgestellt haben wollt. Immer rein ins Internet und los geht's. So stupid minded. Monday ist es vielleicht nicht, wissen wir nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall eine super Apps Night, würde ich mal sagen. In dem zweiten Teil Apps Night mit Schneller. Warum? Schneller, mehr Tempo. Tempo. Meinst du? Ja, Tempo heißt nämlich die erste App, die wir euch vorstellen möchten. Die ist in der Lage, Videos... Sachen langsamer und schneller zu machen. Genau. Ja. Und zwar Videos zu beschleunigen, sie langsamer zu machen. Und das ist für Besitzer eines neueren iPhones, die auch eine bessere Zeitlupenfunktion unterstützen. Wie das wirklich eine feine Sache. iPhone 5S zum Beispiel oder auch das 6er? Genau, alles ab dem 5S nach oben kann einfach bessere Slow-Motion-Videos machen. Und da ist Tempo wirklich eine schöne Sache. Da kann man eben richtig langsam und schnell. Ja, ein Geschenk für euch einfach nur. Ein Geschenk ist auch die nächste App, die wir euch vorstellen werden. Da geht es darum, dass man seine Geschenke besser ordnen kann und auch aufschauen kann, von wem man was bekommen hat, um dann zu sagen, dem schenke ich was Größeres und dem vielleicht gar nichts mehr. Dazu gleich im Laufe dieser Sendung. Du magst diese App, ne? Ich finde diese App. Die ist ich sag gleich, was ich von dieser App halte. Sehr. Tablet ist die dritte App, die wir euch als drittes von dreien Apps als dritte, also quasi jetzt chronologisch gesehen als letzte. Und da kann man nicht nämlich als erste, nicht aus als mittlere, Videos, richtig? Die man auf dem Telefon hat, Screenshots machen. Genau. Und das auf eine ganz einfache Art und Weise. Und wenn man zum Beispiel ein Video gedreht hat von einer Party und da sind halt super viele tolle Stills dabei, dann kann man klick, 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 klick und das alles verschicken. Aber das zeigen wir euch wird. Das zeigen wir euch auch gleich in Ruhe. Hatschu! Gesundheit! Tempo! Man kann aber auch andere Tempotaschentücher nehmen. So ja, zum Beispiel. Kleenex. Fällt dir noch was ein?
Wer ist nicht von Aldi? Weiß Servus nicht. Oder irgendwie sowas. Ach ja, bestimmt, stimmt. Ne? Ja. Nee, wirklich? Doch, nee, Kokett. Kokett. Aber was ist Servus? Servus, das Toilettenpapier. Ah, okay. Glaub ja, gut, ich wie auch immer, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich die Nase zu putzen. Hat mit der App gar nichts zu tun, aber diese App heißt Tempo. Genau, und Tempo ist in der Lage, Videos kürzer bzw. Schneller oder langsamer laufen zu lassen. Ich muss dazu sagen, dass ich manche Videos, die ich über zum Beispiel WhatsApp oder andere Portale zugeschickt bekomme, er sie nicht aufrufen kann. Mhm. Komischerweise, ne? Eigens gedrehte Videos hat er kein Problem mit. So zum Beispiel, das, was wir gestern gemacht haben, könnten wir nochmal zeigen. Das hier? Ja. Gut, ich könnte jetzt, ich habe hier oben die Videoauswahl, ne? Ich nehme jetzt einfach mal das oberste Video hier und habe jetzt auch die Möglichkeit, aus meiner Musikbibliothek ein Musikstück auszuwählen. Wenn man keine Musik auf dem Telefon hat, wie ich zum Beispiel, dann werden einem andere Musiksachen vorgestellt, also oder angezeigt, die man da auswählen kann. Ja, genau, ne? Und ich wähle mal ein Musikstück aus, da kann man auch reinhören, ob es das Richtige ist. Mal dass gucken, du Steve Winwood hörst, hätte ich jetzt niemals gedacht. High Love, doch, auf jeden Fall. Ja? Hört man was? Hört ihr was? Oh ja, ich höre was. Voll der coole Song. Bei der Musik kann es ja nur gut werden, was wir gleich schneiden werden. Da muss man gute Laune haben, da habe ich mir gedacht, nehmen wir mal Next und wählen jetzt, haben jetzt das Video, was wir hier neulich mal gedreht haben. Hier, da, so ein bisschen da. Und irgendwann mal kommst du. Und dann sage ich mal, boah, guck mal, da hätte ich jetzt gerne, diese Passage würde ich gerne langsamer haben, also lass das hier ein bisschen slower laufen. Zum Glück läuft die Musik nicht langsamer ab, das wäre ein bisschen komisch. Das wäre auch lustig. Ne? Ich ziehe mal zurück, das lasse ich mal ein das bisschen noch langsamer etwas, laufen. Genau, zu schnell. So vielleicht. Wenn du jetzt mal irgendwie so eine Strandszene hast und irgendjemand macht so Faxen und du willst das langsamer laufen lassen, dann kannst du es darüber also hier auch kürzen, wenn du willst, das komplette Video, dann sagst du Next. Und dann kann man es das ist das teilen, Endprodukt jetzt, ne? Das ist genau. Also man sollte auf jeden Fall Videos nehmen, die man quer aufgenommen hat, weil das dann schöner aussieht. Ja. Aber es geht auch so. Man kann das in selber abspeichern, man kann es per Message verschicken oder in Messenger bei Facebook, per Instagram und vor allen Dingen über WhatsApp. Und das ist eine coole Sache. Genau, dass es so WhatsApp kann. Was ist hier unter? Genau. Und man hat auch so ganz exotische Dienst wie WeChat, was in Asien ganz toll ist. Mhm. Line, Kick und More. More heißt aber, glaube ich, nichts, sondern einfach, dass es mehr dann gibt, wenn du es anzeigst. Ach so, oder gibt es genau. Nee, 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 nee. Ich anderes, gedacht, was More heißt. Wo kannst du dann anscheren? Ne? Und das ist für eine schnelle Videobearbeitung und so Zeitraffer, beziehungsweise man kann es ja auch schneller und langsamer laufen. Schöne Geschichte. Ne? Heißt Tempo. Tempo. Und ist kostenlos. Hatschu. Meine Lieblings-App des Tages kommt jetzt, die App, die man auf jeden Fall auf dem Handy haben will, wenn man nicht in der Lage ist, Sachen in seinen Notizblock zu schreiben oder in eine E-Mail oder sonst was. Kalender. Das ist, glaube ich, für Leute, die viele Geschenke schenken und viele Geschenke bekommen, vielleicht gar nicht so schlecht. Wir zeigen jetzt mal, wie heißt die Gift? Gifts Planner. Und zwar, der Gifts Planner, deutsch übersetzt Geschenkeplaner, ist in der Lage, Geschenke zu planen. Aber er lebt nur von unseren Informationen. Das heißt, also, wenn du eine gute Idee hast, ne, kannst du den Giftsplanner starten. Dann sieht das so aus. Und dann kann ich hier oben mal auf Plus gehen. Und ich könnte einen Namen eingeben. Ich sag mal Tim. Der Tim hat bestimmt bald Geburtstag und er wünscht sich ein Schlagzeug. Ein Schlagzeug. Ja. Das ist ja schön. Schlagzeug. Das ist eine super Idee. Ne? Unser hyperaktiver Tim kriegt ein Schlagzeug. Das ist nicht hyperaktiv. Nein, war doch ein Witz so. Ne? Und jetzt sage ich zum Valentinstag. Zum Valentinstag, okay. Richtig. Und der Wert ist. Wie teuer ist denn so ein Schlagzeug? Keine Ahnung. Ich glaube 25 Euro. Ein Schlagzeug? Ja. Ich würde sagen 1500 Euro. Ja, eine Trommel oder was? Nee, das ganze Ding. Oder mehr? 2500 Euro? Keine Ahnung. 1500 ist ein guter Satz. Okay, alles klar. So viel ist der Tim mir wert. Und dann gehe ich auf Sichern. Jetzt kannst du aber gucken, aha, hat der Tim mir eigentlich schon mal was geschenkt? Genau, das sage ich ja auch. Ne? Und der Tim hat mir neulich nämlich auch zum Valentinstag was Schönes geschenkt. Nämlich? Ein Schlagzeug. Oh, ich glaube, die gehen so... Schlagsahne. Für, das kostet so... Das waren 1499 Euro. Und ich will ihn ein bisschen übertoppen. Ach so, okay. Ne, er hat mir Schlagsahne im Wert von 1499 Euro. Und du hast dich sehr gefreut, hast sehr, sehr viel Käsekuchen gebacken damit. Was denn? Schlagsahne. Kommt auch da rein, oder? Ach, ich weiß nicht, so egal. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Doch, das vertiefen wir jetzt. Da kommt also Schlagsahne. Auch. 6 Minuten müssen wir füllen, Emmy.
Aber doch nicht mit der App, wir haben noch mehr andere Sachen. Achso, okay, stimmt, ja. Genau. Ja. Und jetzt habe ich hier eingetragen, welches Geschenk ich für den Tim plane und welches Geschenk ich für den, vom Tim erhalten habe. Und kann so als geborener Pfennigfuchser, wofür die Kroaten ja bekannt sind, denn die können alle super mit Geld umgehen, da weiß ich jetzt, ich muss ihm ein bisschen was Teureres kaufen, als was er mir geschenkt also hat. Also ich würde jetzt mal einschätzen, dass die Kroaten sehr großzügig sind und sehr, doch, doch. Und ich wollte dir ein Kompliment machen übrigens. So. Und ich finde, diese App ist halt echt ein bisschen komisch aufzuschreiben, von wem man was geschenkt bekommen hat, und dann zu sagen, der kriegt jetzt was im selben Wert, was soll das denn? Ja, das ist halt, pass auf, ich stelle mir ambitionierte Administrationsleitungen vor. Ja. Die zum Beispiel Personal coachen oder so viel Kontakt mit Personal haben. Okay. Und das ist ja so ein Softskill, wenn du jemandem auch nur ein Blümchen schenken kannst. Ja. Dann freut er sich so drüber. Oder er empfindet so eine kleine Aufmerksamkeit. Ne? Ich bin nicht so ein Typ, ne? Ich kann mir das auch wunderbar merken oder auch in den Kalender eintragen. Ich bin so ähnlich wie du. Weil jede App kann man irgendwie, das ist eine App, klassische Kalender-App, die kannst du auch mit Erinnerungen und so machen. Aber es gibt Leute, die sind einfach nicht in der Lage, den Kalender zu bedienen. Oder die wollen es einfach übersichtlicher und nur Geschenke haben auf einen Blick. Und deswegen haben wir euch diesen Gifts-Planner vorgestellt. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr 99 Cent dafür ausgeben wollt oder nicht. Was? Wir kommen zur nächsten App, und da kann man aus den Videos, die man aus dem Telefon gespeichert hat, kann man Screenshots machen und dann kann man Stills. So. Das kann man auch so. Screenshots machen kann man auch so, indem man einfach das Video, was man aufgerufen hat, pausiert, dann nochmal auf den Bildschirm tippt, damit das Menü nicht zu sehen ist, und dann... Ja, aber dann kriegt man nicht genau das, was man haben will, sondern vielleicht ein paar Frames zu früh, zu spät. Und mit dieser App kann man es ganz genau abpassen, genau. Den richtigen Moment. Ich wähle jetzt mal ein Video aus meiner Videoliste raus. Dieses hier. Und ich warte, bis ich die Szene haben will, wo der Hund meinetwegen in meine Richtung guckt. Er spielt dort gerade mit einem Schwein. Schwein. Nee, und ist irgendwann ein Hühnchen. Nee, das ist ein Schwein. Echt? Ja. Und jetzt guckt er in meine Richtung. Aber das ist unscharf. Warte mal. Das ist auch unscharf, 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 unscharf. Hat irgendein Schaf, es ist bestimmt dabei. Und man muss warten, bis der Hund sich nicht bewegt. Guck mal, das... Das sieht doch nett aus. So, hier, das will ich haben. Ich tippe einfach auf den Bildschirm. Es macht einmal kurz so einen weißen Blitz. Und dann gehe ich weiter und suche mir, hier, guck mal, das Ohr jetzt oben, das gefällt mir auch gut. Nächste, ich mache einfach mal ein paar Fotos. Ich kann auch einfach gedrückt halten und warten, bis ich ein Foto bzw. eine Szene erwische, die ich haben möchte. Meinetwegen diese hier noch. Und gehe dann auf Fotos oben rechts. Enjoy ich das? Ja. Aber ich will noch nicht bewerten. Not yet. Would you mind giving us some feedback? Nicht jetzt. So, und jetzt habe ich diese drei Bilder. Ich kann hin und her switchen und kann mir die Ergebnisse vergleichen, welches am schärfsten ist. Na, ich nehme mal, welches ist das schärfste? Ich würde mal sagen, das hier. Entschuldigung. Ich kann das Ganze jetzt auch noch hier bearbeiten, indem ich unten auf diesen Magic-Button gehe. Und der hat überhaupt keinen Effekt an der Stelle. Doch, ist gerade schöner geworden. Ja, echt? Ja, ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist, dass es halt watermarked ist. Das heißt, man hat dann in jedem Foto eben ein Watermark, also da, wo ein Tablet drinsteht. Man kann es aber dann die App für 99 Cent, glaube ich, kaufen und, ja, und dann ist es weg. Genau. Und muss ich glaube, es gibt auch noch die Möglichkeit, remove for free by inviting your three coolest friends via text. Ah, okay. Aber ob man für, das ändern sollte? Für Leute, die Instagram benutzen, ist das echt eine schöne Sache, weil man, also es gibt, das ist ja gerade das Ding, was man haben muss, Instagram, und da muss man dauernd Fotos hochladen, und dann ist es so einfacher, wenn man halt viele Videos macht und nicht die ganze Zeit guckt, ah, das ist jetzt das perfekte Foto. Das ist eine ganz gute Sache. Man kann nämlich auswählen, was man haben will. Ja, ne? Und dann kann man es auch auf Instagram teilen. Genau, ne? Und wenn du dann sagst, end, bist du raus. Ne? Das heißt, die Fotos, die du nicht separat gespeichert hast, die sind dann auch nicht mehr gespeichert. Ne? Unsaved photos will be lost. Okay, alles klar. Und das sind die Tablets, die ich vorher bearbeitet habe. Ich kann mir dann hier die Fotos nochmal separat angucken. Das ist eine feine Sache für die Leute, die meinetwegen Video zugeschickt bekommen von irgendwelchen Kindern oder was weiß ich was. Und da ist eine Szene, die will man festhalten und demjenigen dann irgendwie möglichst scharf zuschicken. Dafür ist Tablet wirklich ganz nett gemacht. Und an dieser Stelle möchten wir euch nochmal bitten, beziehungsweise wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch mal ein paar Fotos auf Facebook draufstellt. Keine Ahnung, in irgendwelchen interessanten Situationen.
Ihr wisst Bescheid, was mit Apps zu tun haben natürlich. Könnt ihr uns auf unsere Facebook-Seite draufstellen und die würden wir dann hier auch mal vorstellen. Das wäre eine schöne Sache. Ihr könnt das auch mal liken. Oder wenn ihr keine Lust habt auf Facebook, sondern uns so irgendwas mitteilen wollt, was sonst keiner mitlesen darf, dann eine E-Mail schicken an emily@appsnipe.tv oder an marco@appsnipe.tv. Wenn es irgendwas Kritisches ist, immer an marco@appsnipe.tv. Wenn es was Nettes ist, dann an Emily. Ihr habt verstanden. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Das war die Appsnipe für heute und wir sehen uns ganz bald wieder. Nein, lieber.